Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video zu unserem 5M-Server und Rollenspiel-Server. Zuerst einmal, wir haben ja einige Zeit jetzt geht hier online im Stream gespielt. Es waren sehr viele dabei. Und auch Mordor natürlich. Und das hat ein bisschen Performance-Probleme ausgelöst, vor allem bei mir. Und wir versuchen jetzt einfach geht hier online noch ein bisschen zu verbessern, und das müssen wir natürlich über einen 5M-Server machen zum Beispiel, weil ja diese Server recht schlecht sind. Und da habe ich eben einfach jetzt so langsam die Idee gehabt, doch einfach geht hier online in einem anderen, auf einem Server mit Mods und so Sachen halt zu spielen. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr das findet natürlich, da dürft ihr gerne etwas in die Kommentare schreiben und auch wie ihr das findet und was eigentlich eingefügt werden muss. Ihr wisst, ihr braucht keine Mods zu haben, zu installieren. Wenn ihr auf den Server kommt, sind die Mods aber aktiv. Das finde ich so wunderbar, was jetzt zum Beispiel bei Minecraft nicht funktioniert oder nur durch Datenaustausch funktioniert hat bei diesem Game. Und das finde ich so sehr geil, oder? Dass wir da einfach ein bisschen ein GTA machen, das uns mehr Spaß macht. Nur wie und was? Also das wie wir den Server mal zum Laufen bringen, das wird wahrscheinlich Lukas machen, der den GTA Rollenspiel von mir macht, selber macht. Und dort werden wir, also im GTA Rollenspiel werden wir natürlich schauen, dass alles korrekt zugeht oder nicht gerade nur Blödsinn gemacht wird, das ja sowieso nicht so gut ist in einem Rollenspielserver. Machen wir dann einfach in diesem Server, also es ist ganz etwas anders als ein Rollenspielserver. Es wird einfach GTA Online sein, da darf man ein bisschen auch machen, was man machen will. Hat aber wahrscheinlich nicht so Features wie in einem Rollenspielserver natürlich. Dafür irgendwelche, besseren Autos, komischere Autos und so Sachen. Und vielleicht auch zwischendurch mehr Spaß dort. Weil, was soll ich machen, wenn ich einfach niemand habe im Rollenspielserver, der gerade mitspielen kann oder so. Ich als Taxifahrer wäre einfach arbeitslos dann, oder? Und genau das ist ja mein Sinn, wieso ich auch so einen Server aufmachen will. Sonst könnte ich ja gleich GTA Online spielen noch nebenbei. Ist ja das Gleiche, ob ich jetzt GTA Online spiele oder einen Server mache, wo halt ein bisschen besser angepasst ist, mehr Spiele drauf können und einfach mehr Features hat als ein GTA Online, oder? Und, und das ist so das, was ich eigentlich möchte. Nur, ich brauche halt auch ein bisschen Hilfe. Ich weiß jetzt nicht, welche Mods ich alles einfügen will, weil ich nicht weiß, wie ihr denn drauf spielen wollt. Und natürlich, es wird dann auch auf meinem Discord-Server für das Livestreamen und so für den Kanal hier dann auch so sein, dass dort ihr auch abstimmen könnt, dann auch die Leute fragen könnt, ob sie mitspielen gerade und so weiter und im Livestream natürlich dabei sein, oder? Das ist doch optimal. Und dann könnt ihr dort auch sehr viel besser irgendwelche Sachen wünschen euch, was zum Beispiel der Leon dann einbauen kann. Und der Leon wird wahrscheinlich dann auch wieder sehr gerne mitspielen und so weiter. Und dann wird ihn wahrscheinlich auch immer treffen, wenn ich live streame. Jo. Das ist eine coole Lobby. Es macht niemand etwas, nur Russisch sprechen scheinbar. Und was eigentlich fehlt in GTA Online sind immer noch Tiere. Immer noch einen tollen Verkehr oder nicht immer mit den gleichen Autos pro Lobbys, also abwechselnd, oder? Also eine Lobby hat zum Beispiel Wohnwagen, der andere hat Tankwagen, also Lastwagen mit Tank. Oder eine Lobby hat irgendwelche Cabrios, genau. Und das finde ich immer so störend, oder? Dass wir da irgendwie so eine richtig große Freiheit machen und eben euch auch walten lassen können. Was wollt denn ihr? Also schreibt mal in die Kommentare oder am besten auch auf Discord irgendwie so eure Wünsche, weil es dort auch bleibt und hier ist auch das Video dann irgendwann mal
wahrscheinlich nicht mehr so angeschaut, also wird nicht mehr so angeschaut. Und dann, ja, geht es auch ein bisschen unter. Aber auf Discord wird es wahrscheinlich nicht so schnell untergehen. Eigentlich gar nie, wenn man es hochscrollt. Und ja, ich freue mich drauf, weil gemeinsam können wir natürlich noch mehr Spaß haben. Und ja, freuen wir uns. Es wird aber auch ein bisschen Regeln geben. Also nicht, dass man so mega gestört wird, wenn man joint und den Drago live streamt. Oder er wird gestört. Ja, ich werde gerne manchmal dann ein bisschen übertrieben gestört von irgendwelchen Modern. Oder halt einfach Sachen, die ich jetzt nicht gerade unbedingt brauche, aber halt gemacht werden. Also ein bisschen Regeln wird es geben. Aber es wird wahrscheinlich niemand permanent oder irgendwie einfach ausgeschlossen, wenn er gerade mal ausrastet oder so. Aber es wäre schön, wenn es einfach ein bisschen ruhiger zugehen würde und nicht gerade so unnatürlich alles sein soll. Jo. Zusammen haben wir Spaß, zusammen können wir auch mehr Spaß haben und ich freue mich drauf. Also wenn ihr interessiert seid auf so einen Server, dann könnt ihr hier jo, einfach 5M runterladen. Und zum Beispiel hier oben, nein, das ist der Link, F8 drücken, glaube ich. Das ist die F8. Genau. Dann auf Launch, Multiplayer und dann könnt ihr hier zum Beispiel eingeben, das ist jetzt der Rundspielserver, zum Beispiel Drago Live oder so etwas, oder? Dann seid ihr auf dem Server, könnt joinen, wenn ihr auch eingeladen seid, also es wird wahrscheinlich eine Whitelist geben, dass nicht freiwillig, also einfach jeder reinkommen kann und dann Kaka machen kann. Aber so einfach ist es, oder? 5M, ein cfx.re Konto erstellen, dann oben rechts und dann mit dem einloggen und dann seid ihr bei 5M auch schon registriert und könnt uns schön. Aber so etwas kann ich dann gerne nochmals erklären in einem nächsten Video, wenn es euch interessiert. Und also es muss ja eigentlich getan werden, damit es alle wissen, auch die, die es noch nicht gemacht haben, noch nie gemacht haben, so etwas. Jo, ich freue mich und jo, wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder, oder? Dürfte gerne werden. Bin ein bisschen negativ zu mir, ist nicht so toll. Aber, jo. Dankeschön für die Interesse. So. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video oder Livestream. Tschüss.